So, hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Wir haben, Moment, den 23. Tag um 11:05 Uhr. Ja, wir sind auf der Suche nach dem Schatz und wir haben ein neues Waldbiom. Wie toll ist das denn? Ja, komm, schmeiß mal raus. Da ist noch ein Vogelnest. So, wo ist der Schatz? Warte mal, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Da. So, und im Grunde genommen brauchen wir uns hier beim Schatz gar nicht irgendwie jetzt ein Campfire machen, weil wir haben ja noch ein bisschen Essen, ne? Also, ist so wirklich Hunger? Naja, gut. Besser wäre es schon, ne? Aber kloppen wir jetzt erstmal hier wieder die Ressourcensteine, dass wir noch ein bisschen Eisen kriegen. Was haben wir denn hier? Nix, gut. Nix ist auch sehr viel. Muss man den ja tragen. So, wo ist der Schatz? Da, in die Richtung. Ja, den kloppen wir hier auch noch weg. Wie viel Eisen haben wir? Ist das da hinten eine Wanderhorde gerade? Sag mal. Da? Nö, ne? Doch, oder? Naja gut, aber besteht nur aus zwei scheinbar, ne? Irgendwie. Ach, guck mal, da ist Wüste. Nein, hör auf, ey. Echt? Irgendwo hat mich jemand gesehen. Hier ist der Schatz. Wird beschützt von Crawler. Ist klar, das war lieber den Bergbauhelm behalten, ne? So, aber nun guckt euch das hier mal an. Hier ist Wüste. Das ist doch gar nicht schlecht hier für Heilbandagen. Komm, jetzt müssen wir mal überlegen. Die Bandagen, die brauchen wir nicht. Nehmen wir uns jetzt lieber den Platz für Heilbandagen. Ah, und da hinten läuft ein Schwein hier rum. Das ist ja jetzt hier so richtig ein Erfolg nach dem anderen. In der letzten Folge zweimal einen Airdrop gefunden und jetzt hier noch Schweinis. Wo ist es denn? Wo ist Schweini? Ich finde Schweini nicht mehr. Kein Erfolg. Blatt Papier. Ist natürlich nicht schlecht für die Shotgun am Ende, aber... Leute, ein Stückchen Papier. Kommt. Das brauchen wir jetzt auch nicht mitnehmen. Das. Wo ist denn Schwein? Da ist. Gut, dann holen wir uns Rehe. Egal. Dann holen wir uns hier mal so ein Wild. Wenn wir es treffen würden. Wenn wir es absolut treffen würden. Das gibt's nicht. Ich treffe das nicht. Warte mal, hier ist so eine Tasche. Na super. Ein Hunting Knife, den können wir Hunting. Den können wir. Bestell. Nochmal ein Krabbler. So, wo ist denn jetzt hier unser Reh? Da, guck mal. Hab hier extra einen Aussichtsturm. Richtig schön in den Hintern rennen. Schade. Ja, wir müssen uns um Essen kümmern. Essen ist wichtiger als so ein Schatz. Sollte es jetzt hier wirklich... Wo ist denn das jetzt schon wieder? Sag mal. Wo ist denn der? Ich sehe da hinten nur den Zombie. Gut, gucken wir mal hier rein. Also wir sind ja wirklich ein exzellenter Jäger, ne?
stelle ich gerade fest. Nein. Guck mal, wie weit der... Von da hinten ist der hier auf uns zugerannt. Daneben. Na. Oh, ich mag diese Schneezombies nicht, ey. Komm, wir gluckern hier mal einen Honig. Der ist lecker. Da haben wir wenigstens ein paar Patronen. So, jetzt nochmal. Wo ist mein Reh? Mein Wild? Mein Hirsch? Der ist weg, ne? Naja. Na gut, dann kümmern wir uns um Schatz. Wo ist er? Hier. Was schmeißen wir denn jetzt raus? Mal ganz ehrlich. Das Ding können wir... Wir haben ja eh die Dinger bei, ne? Dann bauen wir uns erstmal einen komplett neuen Spaten. Holz haben wir bei. Das Ding brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Steel wäre nicht schlecht. Können wir mal behalten. Aber die Iron... Die können wir jetzt mal scrappen. So, dann... Das sind eh zwei Sticks. Können wir nichts machen. Was können wir noch machen? Die Pistole. Ja klar, natürlich. Aber sicher doch. Gut. Dann bauen wir uns mal eine neue. Die Steine behalten wir natürlich auch. Und... Ja, brauchen wir das? Werden wir überhaupt jene Sniper haben? Ist eine Sniper was ganz Tolles? Siehst du, wir machen können wir so eh nicht. Ach komm, schmeiß weg das Ding. Wir brauchen Platz. Ich weiß, da wird jetzt der ein oder andere wird jetzt sagen, wo bist du denn? Ja, bin ich. So, gucken wir mal, wo der Schatz ist. Ja, ich weiß nicht, ein Sniper ist auch ein bisschen, ja, finde ich nicht so gut. Und das jetzt da kilometerweit mitschleppen, müssen wir ja nicht unbedingt, ne? So, mal sehen, wo der Schatz ist. Wahrscheinlich ist da im Schatz für die Sniper alles drin. Ja, nur dieses Teil nicht. Sogar die Schematik ist drin. Munition, zigtausend Munitionsteile. Und jetzt haben wir dann dieses Ding nicht mehr. Das ist dann ärgerlich. Das ist dann sehr ärgerlich. Mit so einem Schatz finden habe ich auch so mein Pech immer. Das kann hier eine sehr lange Buddelaktion werden. Na, schauen wir mal. Wir haben ja Zeit. Es regnet ja, glaube ich, nur so wie sich das anhört. Also ich habe bisher nur einen Schatz mal wirklich gefunden. Ich weiß auch gar nicht, ob es da einen Tipp gibt, ob da irgendwie... ja, weiß ich nicht. Weil ich hatte schon mal einen Schatz gesucht gehabt und da waren... Meiner Meinung nach mit Sicherheit nie ein Schatz. Ich weiß auch nicht, wie tief man dafür buddeln muss oder... Keine Ahnung. Oder ob der fliegt, der Schatz? Bestimmt nicht, ne?
Ach, Schwester, mir geht's gut. Wirklich. War jetzt kein Einsatz. Ach, gucke mal hier. Die hat auch nochmal. Aber gut, wir haben das ja. Wir haben das ja. Also ist es eigentlich egal, oder? Ist egal. Aber ich habe schon wieder gesehen, unsere Taschen sind derartig voll. Ich weiß nicht, selbst wenn wir jetzt hier einen Schatz finden, was wollen wir da mitnehmen? Wir haben uns die Taschen extra leer gemacht, ja. Na komm. Wir sitzen hier bestimmt die ganze Nacht noch dran und buddeln. Ich sehe das schon. Ich weiß nicht, den Schatz, den ich mal gefunden habe, der war wirklich gleich, ja, im Grunde genommen war der gleich oben. Er war einmal buddeln und dann war man beim Schatz. So war das, glaube ich. Ich meine, ich spiele auch noch so ein bisschen privat, was ich euch da nicht so alles zeigen will. Und da war das so. Auch nur einer. Beim anderen, da habe ich gebuddelt wie ein Bekloppter und habe nichts gefunden. Aber wie viele Schatzkarten gibt es auf der Welt, wo kein Schatz ist? Ha? Also, wahrscheinlich haben wir hier so eine Schatzkarte, ja, von der Jennifer. Und es ist gar kein Schatz. Da kommt schon wieder einer. Oh. Achso, Crawler wieder, oder? Ja. Ist der besser als den, den wir haben? Naja. Das war nett. Der hat gesagt, komm, du musst hier in der Nacht noch weiter buddeln. Komm, hier hast du mal einen Helm, dass du auch den Schatz findest. Sehr nett. Sehr, 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 sehr nett. Also manchmal sind die ja wirklich sehr aufmerksam, die Zombies, ne? Ich finde hier keinen Schatz. Ja, das ist mies, ne? Das wird ziemlich lange dauern. Aber gut, ich bin jetzt gerade eh am Überlegen, ob wir uns hier im Wüstenbiom uns noch eine zweite Base aufbauen. Damit wir hier dann erstmal ein bisschen bleiben können. Und dann können wir ja immer mal hier buddeln. Wie weit sind wir denn von zu Hause weg? Lohnt sich das? Ja, das... Ja, da bauen wir mal hier eine zweite Base dann auf. Dann brauchen wir da... Dann können wir unsere Taschen mal wieder leeren. Und vor allem können wir dann mal hier hinten gucken, wo es noch weitergeht. Wir überhitzen nur gerade ein bisschen. Gut, also so haben wir jetzt keinen Schatz gefunden. Ist ja klar. Wie soll es auch anders sein? Und
Ja, dann bauen wir hier. Warte mal, wir könnten eigentlich. Die Straße führt hier hoch. Damit wir jetzt nicht so überhitzen, bauen wir uns doch hier noch eine kleine Base hin, ne? Guck mal, hier haben wir auch ein Schwein. Machen wir hier eine kleine Base hin. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Haben wir Schneebiom da, Wüste haben wir da. Und wir können unsere Taschen ein bisschen leer kriegen. So, das kann, reicht ja, dass, wenn das hier jetzt wirklich so eine kleine ist, nur, das reicht uns. Das soll ja keine hordensichere Base sein. Muss ja nicht sein. Ist halt nur so. Ups. Nee, doch richtig. So. Da kommt ein Fenster rein. So ein kleines Häuseli halt, ne? Ne, jetzt ist passiert. Nicht, dass wir hier noch eine Erkältung vom ganzen Regen bekommen. Ist ja auch nicht so toll. So, dann. Fix und fertig ist man. Vom Buddeln. Und nicht mal einen Schatz gefunden. Aber dann können wir hier auf jeden Fall mal ein bisschen bleiben und mal gucken, was hier so alles abgeht in der Region. Und wir haben eben nicht das Problem, dass wir jetzt wieder zurückrennen müssen und sowas alles. Das ist. Packen wir die dahin. Dann können wir hier mal die ganzen Sachen reinschmeißen, die wir nicht brauchen. Na, warte mal. Wir sollten schon so packen, dass wir. So die wichtigsten Sachen auf jeden Fall bei haben. Was unwichtig, das. Gut. So, dann lasst uns mal ein Campfire bauen. Weil wir müssen jetzt doch hier essen, ne? Und wir haben keinen Kochtopf. Ich glaube, den baut man in der Forge, ne? Irgendwie so war das doch, ne? Ja. So, dann brauchen wir eine. Nee, warte mal, die wird so geschrieben. Ach so. Ich dachte eben, was brennt denn da, sag mal. Denn eine Door brauchen wir noch. So, und das war's denn, ne? Immer nur Hunger, ne? Der will immer nur essen. Essen, 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 essen. Er ist so ein Fresssack. Immer nur essen. Statt er mal was macht, ne? Was Sinnvolles hier irgendwie einen Schatz ausbuddeln. Nee. Hauptsache essen. Gut, endlich steigt mal wieder die Wellness. Das ist auch mal wieder wichtig. Ja. Bleibt doch ruhig. Alles gut.
So, dann können wir gleich mal ein bisschen aufwerten hier. Kein Holz. Typisch. Warte mal, wenn wir jetzt schon blaues Werkzeug haben, dann sollten wir uns vielleicht auch mal eine neue davon bauen. Denn Roden war hier mal den Wald. Ja. So, das müssten wir aber schon wieder in der nächsten Folge machen, weil wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Ja, da steht irgendwo unser Haus. Ist doch ziemlich dunkel, ne? Da. Da ist es. Und ja, in der nächsten Folge werden wir den Wald roden und dann mal hier in der Wüste ein bisschen spazieren gehen und natürlich unseren Schatz ausbuddeln. Dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ja, ihr Lieben, vielen Dank wieder fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Hat mich sehr gefreut und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge. Tschüss!